der Nationalbank hatte man ihr Gold genommen und dafür die gigantische Last der Kriegsanleihe aufgebürdet. Die Grenzen waren noch unbestimmt, da der Friedenskongress kaum begonnen hatte, die Verpflichtungen nicht festgelegt, kein Mehl, kein Brot, keine Kohle, kein Petroleum vorhanden. Eine Revolution schien unausweichlich oder sonst eine katastrophale Lösung. Nach aller irdischen Voraussicht konnte dieses von den Siegerstaaten künstlich geschaffene Land nicht unabhängig leben und alle Parteien, die sozialistische, die klerikalen, die nationalen, schrien es aus einem Munde, wollte gar nicht selbstständig leben. Zum ersten Mal meines Wissens im Lauf der Geschichte ergab sich der paradoxe Fall, dass man ein Land zu einer Selbstständigkeit zwang, die es selber erbittert ablehnte. Österreich wünschte, entweder mit den alten Nachbarstaaten wieder vereinigt zu werden oder mit dem stammesverwandten Deutschland, keinesfalls aber in dieser verstümmelten Form ein erniedrigtes Bettlerdasein zu führen. Die Nachbarstaaten hingegen wollten mit diesem Österreich nicht mehr in wirtschaftlichem Bündnis bleiben. Teils, weil sie es für zu arm hielten, teils aus Furcht vor einer Wiederkehr der Habsburger. Den Anschluss an Deutschland verboten andererseits die Alliierten, um das besiegte Deutschland nicht zu stärken. So wurde dekretiert, die Republik Deutsch-Österreich muss bestehen bleiben. Einem Lande, das nicht existieren wollte, Unikum in der Geschichte anbefohlen, du musst vorhanden sein. Das Renaissance-Schloss Saint-Germain-en-Laye, 19 Kilometer westlich von Paris. Schon im 13. Jahrhundert errichtet, bleibt es bis 1682 Residenz der französischen Könige, ehe Ludwig XIV. 1682 mit seinem Hof nach Versailles umzieht. Danach prägt eine wechselvolle Geschichte dieses weltberühmte Bauwerk. Während der Französischen Revolution Gefängnis, später Kavallerieschule und seit 1855 auf Anordnung Napoleon III. Ein Museum für Urgeschichte. 1919, durch die Unterzeichnung jenes Vertrages, der letztlich das Ende des Habsburgerreiches besiegelt und den Weg der Republik vorzeichnet, ein Schicksalsort für Österreichs Geschichte. 6. September 1919, Wien, Reichsratsgebäude. Entscheidende Debatte in der Nationalversammlung über Annahme oder Ablehnung des Saint-Germain-Vertrages. Alle Reden sind wörtlich den stenografischen Originalprotokollen entnommen. Meine Damen und Herren Abgeordneten, der Staatsvertrag von Saint-Germain ist noch nicht unterzeichnet. Doch Deutsch-Österreich sieht sich gezwungen, den vollendeten Tatsachen Rechnung zu tragen. Dieser Vertrag darf niemals unterzeichnet werden. Die faktische Besitzergreifung der Sudetenländer durch den tschechoslowakischen Staat ist zweifellos eine Verletzung des Völkerrechts. Jedoch, wir stehen einer höheren Gewalt gegenüber. Die Debatte über den Saint-Germain-Vertrag wird entscheidend für die Zukunft Deutsch-Österreichs. Die von den Siegermächten vorgegebenen Bedingungen bezeichnet die österreichische Presse als Unfrieden. Ein Blick auf die Landkarte zeigt die schwierige territoriale Situation der verbleibenden deutschsprachigen Siedlungsgebiete. In den Protokollen der Nationalversammlung sind Renners Reden um Österreichs Zukunft exakt nachzulesen. Millionen Deutsche in Böhmen, Mähren, in Schlesien, mit denen wir durch die Geschichte verwachsen sind, werden losgerissen und einer fremden Staatlichkeit unterstellt. Es gibt keinen Deutschen, der darin nicht eine Vergewaltigung erblicken würde. Auch die historische Einheit Tirols wurde nicht respektiert. Unser Land wird einfach in Stücke gerissen. Wir haben Italien alles geboten, was es zu seiner Sicherheit verlangen kann. Es war alles umsonst.
Die Brennergrenze wird aufgerichtet. Wie ein schneidendes Schwert mitten hinein in das Herz eines Volkes. Nach dem Willen der Siegermächte wird die jahrhundertealte Einheit Tirols zerrissen. Die Menschen in Südtirol reagieren mit Empörung. Das Land südlich des Brenners bezeichnet sich als Opfer des Vertrages von Saint-Germain. In Kärnten und in der Steiermark führt man vermeintliche ethnische und wirtschaftliche Zusammenhänge gegen uns ins Feld. Das schafft einen neuen Balkan. Einzig im Osten hat man dem nationalen Selbstbestimmungsrecht Rechnung getragen. Da hat man uns die Heidebauern und die Hermzen wiedergegeben. Man gibt uns die Schuld am Krieg, obwohl wir genauso ein neuer Staat sind wie die Tschechoslowakei. Für uns ist dies daher kein Friedensvertrag. Aber wir sind gezwungen, ihn als Staatsvertrag zu akzeptieren. Unrecht bleibt Unrecht. Ich ersuche um Ruhe. Staatskanzler Renner ist nach wie vor an Bord. Meine Damen und Herren, bitte bleiben wir realistisch. Ein Zusammenschluss der beiden deutschen Staaten wird in absehbarer Zeit nicht möglich sein. Die Unterzeichnung dieses Vertrages ist daher der einzige Weg in eine Zukunft. In eine gesicherte Zukunft für unsere Republik. Ich danke. Meine Damen und Herren Abgeordnete, bitte bewahren Sie Ruhe. Die Situation ist ernst. Land und Volk brauchen endlich Frieden, der ihnen die Welt wieder öffnet und den Massen unseres Volkes daheim und in der Fremde wieder Arbeit geben kann. Sie brauchen den Frieden, der die Kriegsgefangenen endlich den ihrigen wiedergeben wird. Sie brauchen den Frieden, der die völkerrechtliche Anerkennung des Staates bewirken und ihm den ruhigen Ausbau seiner Verfassung und die Wiederherstellung seiner Volkswirtschaft möglich machen soll. Es bleibt uns auch deshalb keine Wahl, weil unsere junge Republik in der Versorgung mit Nahrungsmitteln, industriellen Rohstoffen und wegen seines Kredits von den Großmächten und unseren Nachbarländern abhängig ist. Dieser Zwangslage muss die Nationalversammlung leider Rechnung tragen, obwohl sie den Vertrag von Saint-Germain für verhängnisvoll, ungerecht und teilweise undurchführbar hält. Politisch und national muss sie die Verantwortung den Mächten überlassen. Wirtschaftlich muss sie abwarten, welche Pläne die Mächte für die Durchführung der wirtschaftlichen und finanziellen Bestimmungen haben. Wir erwarten, dass die gegebenen Zusicherungen von den Mächten auch erfüllt werden und sehen im Völkerbund jene Instanz, die berufen sein wird, auch unserer Republik ihr Recht wiederzugeben und dauernd zu sichern. Wir müssen den Kanzler beauftragen, den Vertrag von Saint-Germain zu unterzeichnen. Oktober 1918. Die Fronten der Militärmächte brechen zusammen. Die K&K-Armee mit noch 3 Millionen Soldaten im Kriegsgeschehen fern der Heimat beginnt sich aufzulösen. Österreichs größtes Problem, die Soldaten der einzelnen Nationalitäten rücken in die neu entstehenden Nationalstaaten ab. Österreich-Ungarn zerfällt. Hunderttausende geraten in Gefangenschaft. Alle Opfer der Kriegsjahre waren vergebens. Die stärkste Klammer der Monarchie, die K&K-Armee, ist endgültig zerbrochen. Ende Oktober 1918. Nach der Ausrufung von Nationalstaaten, insbesondere in Prag und Agram, bilden in Wien die deutschsprachigen Abgeordneten des alten Reichsrates in der Herrengasse im Landhaus die provisorische Nationalversammlung von Deutsch-Österreich. Der Adel hat in unserem Land keine Stimme mehr.
Was ist denn da los? Schlägerei? Hör, was ist mit Zahlen? Du hast mir 6 Kaffee und 4 Kiefer. Und das wieder alle ehrlich. Na, servus, da draußen spielt sich's an. Durch die Marilferstraße ziehen Soldaten und Zivilisten, greifen die Offiziere an, reißen ihnen die kaiserlichen Rosetten von den Kappen. Und singen, was wird aus den noblichen Herren, die noblichen Herren mit den goldenen Sternen, die werden jetzt die Straßen aufkehren. Also ich finde das beängstigend. In Prag haben die Tschechen vorgestern schon ihren eigenen Staat ausgerufen. In Agam passiert auch irgendwas. Naja, und an der Italienfront wird es ja jetzt bald einen Waffenstillstand geben. Und in unserer Kriegsmarine herrscht ein Chaos. Aber du kennst es ja, nichts Genaues weiß man nicht. Glaubst du, dass wir jetzt auch bald eine Revolution von den Bolschewisten haben werden in Wien? Bei uns? Geil. Bei uns gibt es höchstens ein Volksfest. Du, wie ich hergekommen bin, da ruft ein Wachmann, auseinandergehen, auseinandergehen. Sag ich zu ihm, glauben Sie wirklich, dass der Staat gerettet wird, wenn wir da auseinandergehen? Sagt er, na, aber wenn sie da stehen bleiben, auch nicht. Aber was ist denn jetzt mit Deutsch-Österreich? Der Kaiser lässt ja nichts mehr von sich hören. Sind wir noch eine Monarchie? Oder schon eine Republik? Und eine Demokratie? Im Schloss Schönbrunn in Wien residiert noch der letzte Habsburger Kaiser, dessen Machtbefugnisse bereits zerfallen sind. Innerhalb weniger Tage verlassen ihn die letzten Getreuen. Seine kaiserliche Regierung ist in Auflösung begriffen. Das Drama des Unterganges der Monarchie nähert sich seinem letzten Akt. Ich habe gehört, der Renner bastelt schon an einem neuen Wappen. Da völlig recht. Nichts brauchen Beamte so dringend wie ein neues Briefpapier. Geh, schau, bringen Sie uns noch ein paar Kipferl. Die da drüben im Landhaus diskutieren anscheinend noch immer. Provisorische Nationalversammlung. Es kann doch keiner abschätzen, wie es weitergeht. Kommen die Italiener jetzt mit einer Armee nach Wien? Oder etwa die Franzosen und die Engländer? Die stehen ja angeblich schon gemeinsam mit der serbischen Armee kurz vor Belgrad. Na, das ist bald in Ungarn. Und wer weiß, vielleicht vor Weihnachten schon in Wien. Weihnachten wieder zu Haus. Das ist auf den Waggons unserer Truppentransporte gestanden im Sommer 1914. Es ist halt nur die Frage, wer es noch erlebt hat. Naja, jetzt sind wir also ein neuer Staat geworden. Da hast du völlig recht. Manche sind jetzt wirklich sehr Staat geworden. Im Gegensatz zu denen da draußen. Wieder mit Nachfurt. 3. November 1918, Italienfront. Österreich-Ungarn muss kapitulieren. Das Armeeoberkommando in Baden beauftragt eine österreichische Delegation unter der Leitung von General Weber von Webenau in der Villa Giusti in der Nähe von Padua den Waffenstillstand mit Italien zu unterzeichnen. Die Villa Giusti, heute eine vielbesuchte historische Gedenkstätte, wird dadurch zu einem bedeutenden Ort für die Geschichte Österreichs. In den frühen Morgenstunden dieses nebeligen Novembertages vollzieht sich der Schlussakt der kaiserlichen Armee. Der große österreichische Dichter Franz Theodor Zschokker hält diese dramatischen Stunden in seinem Drama 3. November 1918 fest. Eine Inschrift auf dem Originaltisch der Verhandler erinnert an die dramatischen Stunden im November 1918. In den folgenden Tagen geraten noch über 350.000 ehemalige kaiserliche Soldaten zusätzlich in Gefangenschaft. Schuld daran ist eine österreichische Fehlinterpretation des Waffenstillstandes. Die Folgen der militärischen Niederlage verschärfen die ohne dies schon katastrophale Lage der Zivilbevölkerung in der Heimat. Der Mangel an Heizmaterial zum Beispiel zwingt die Bevölkerung zu Wildschlägerungen, wie hier im Wienerwald. Zu Fuß und per Straßenbahn transportiert man die kostbaren Holzvorräte für den bevorstehenden Winter in die Haushalte. Auch Lebensmittel sind kaum vorhanden, sodass die Bevölkerung gezwungen ist, auch den Müll nach verwertbaren Abfällen zu durchsuchen. Das Leben in Notunterkünften gehört zum Alltag. Die hygienischen Verhältnisse sind unvorstellbar. Besonders betroffen davon sind Kinder und Jugendliche. Die Mangelerscheinungen führen zu einer unglaublichen Sterberate. Die Lage der Bevölkerung ist verzweifelt.
Am 11. November 1918 erklärte Kaiser Karl seinen Verzicht auf seinen Anteil an der Staatsgewalt, entließ folgerichtig seine Regierung, und zwar ohne eine neue zu ernennen, und anerkannte die Regierungsform Deutsch-Österreichs, also die der Demokratischen Republik. Damit war das monarchische Element im bisherigen Verfassungsgefüge erloschen. Den zweiten Anteil an der Staatsgewalt brachte tags darauf, also am 12. November, und zwar vormittags, das Abgeordnetenhaus zum Erlöschen, da es sich auf unbestimmte Zeit vertagte. Insgesamt war damit die altösterreichische Staatsgewalt beendet. Am selben 12. November nachmittags gibt es vor dem Parlamentsgebäude ein Verfassungsfest mit Aufmärschen. Vor der Parlamentsrampe wird die Erklärung verlesen. Deutsch-Österreich ist eine demokratische Republik. Dieser neue Staat muss jetzt mit seinen ehemaligen Gegnern den Kriegszustand beenden. Politiker aller Parteien beraten am 8. Mai 1919 im Wiener Parlament, wer nun Deutsch-Österreich bei den bevorstehenden Verhandlungen in Paris vertreten soll. Also eines ist doch eindeutig. Das Parteihaus ist überlegt. Meine Herren, die wertvollsten Gebiete werden von Deutsch-Österreich losgerissen, sodass uns fast nichts bleibt als das felsige, unfruchtbare Gebirgsmassiv der Alpen und die Hauptstadt Wien, deren Existenzbasis durch den Wegfall der südmährischen und westungarischen Agrargebiete höchst gefährdet ist. Herr Dr. Bauer, bei uns in Vorarlberg spricht man offen über eine Bindung an die Schweiz. Aber wenn auch sonst nahezu alle Bevölkerungsschichten und Parteien sowie Kirche und Judentum den Anschluss an Deutschland fordern, so ist Ihre Position doch noch um einiges, wie soll ich mich ausdrücken, fanatischer. Herr Kollege, was Sie fanatisch nennen, ist meine Überzeugung. Die Arbeiterklasse hier bei uns hat diese Republik begründet und Deutschland in eine solche verwandelt. Wir gehören zusammen. Es geht um Deutsch-Österreich. Es geht um unsere Heimat. Die Sie nicht allein vertreten. Ha. Aber Herr Staatssekretär, gerade weil es um unsere Heimat geht, hat bei diesem schweren Kampf um Deutsch-Österreich Ihr fataler Weg zum Sozialismus nichts verloren. Meine Herren, die alliierten und assoziierten Mächte verfolgen schon seit längerem ihre Anschlusspolitik mit größtem Argwohn. Unsere Verhandlungsgegner meinen, Deutsch-Österreich könne nicht mit dem Bauch bei der Entente und mit dem Kopf bei Deutschland sein. Ab Februar 1919 hatte Otto Bauer in Berlin bereits Geheimverhandlungen über einen Zusammenschluss zwischen Deutsch-Österreich und dem Deutschen Reich geführt. Otto Bauer will die Arbeiterklassen beider Länder in einem Staat vereinen. Der Anschluss an Deutschland ist das zentrale Thema jener Zeit. Viele Österreicher glauben nicht an die Lebensfähigkeit des Rumpfstaates. Dann schlage ich als Delegationsleiter den stellvertretenden Staatssekretär Dr. Klein vor, der ebenfalls mit der Materie bestens vertraut ist. Bei allem nötigen Respekt, die Verhandlungen mit den Alliierten verlangen nach größerem politischem Gewicht. Ich muss doch sehr bitten. Meine Herren, so kommen wir nicht weiter. Das ist nichts als kleinkrämerisches Gezänke. Seit Stunden können wir uns nicht darüber einigen, wer von uns nach Saint-Germain fährt, um unser Deutsch-Österreich dort zu vertreten. Die Zeit drängt. Und da wir wohl kaum zu einer befriedigenden Einigung kommen werden, schlage ich vor, selbst die Delegation anzuführen. Die Mitglieder unserer Nationalversammlung, die Universitätsprofessoren Dr. Gürtler und Dr. Schönbauer, sollen, ihr Einverständnis vorausgesetzt, als Vertreter der Christlich-Sozialen und der Deutschen Nationalen der Delegation mit Rat zur Seite stehen. Dr. Klein und Dr. Ender, Sie werden auch mit mir kommen. Ich zähle besonders auf Ihren Rat. Zu viel steht auf dem Spiel. Es geht um die Menschen. Es geht um das Land. Es geht um Deutsch-Österreich. Danke, meine Herren. 14. Mai 1919, 18 Uhr. Die österreichische Delegation trifft in Paris ein und wird sofort nach Saint-Germain eskortiert. Schon Wochen zuvor treffen die höchsten Repräsentanten der Alliierten zu Vorbesprechungen in der französischen Hauptstadt zusammen.
Größte Aufmerksamkeit gibt es für den Präsidenten der USA, Woodrow Wilson, den Schöpfer des 14 Punkte umfassenden Friedensprogramms, darunter das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Ministerpräsident Lloyd George vertritt das britische Weltreich. Tonangebend bei der Konferenz ist jedoch der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau, ein unnachgiebiger Gegner der österreichischen Monarchie. Unweit des Schlosses, in der Villa Reinach in der Rue de Medici, ist die österreichische Delegation untergebracht, eigentlich interniert. Alle Kontakte zur Außenwelt sind unterbunden. Renner und seine Delegation können sich nur im Park frei bewegen. Anfang Juni übergibt Clemenceau den Österreichern einen ersten Entwurf des Vertragstextes. Noch am Abend schreibt der Staatskanzler entsetzt nach Wien: Der Friedensvertrag vollendet die Verstümmelung, welche die militärische Besetzung deutschen Landes durch die Nationalstaaten begonnen hat. Nahezu alle Länder, selbst Niederösterreich, werden verstümmelt. Das Letztere, indem die künftige Wasserstraße der March ihm einfach weggenommen wird. Alle Bahnlinien, alle Straßenzüge, alle Flussläufe werden verstümmelt. Fast nirgends ist die Passhöhe die Grenze, sondern überall eine Linie unter der Passhöhe. Wo eine blühende Stadt rein deutschen Charakters sich dem fremden Sprachgebiet nur nähert, wird sie einfach annektiert. So Klagenfurt, Marburg und Felsberg. Die Westmächte haben durch 6 Monate einseitig durch unsere beutegierigen Nachbarn beraten, diesen einfach ein weißes Blatt hingelegt. Die älteren völkerrechtlichen Grundsätze, so dass ein Grenzfluss jedem Nachbarn bis zu dessen Mitte gehört, dass eine Stadt nicht von ihren Gemüsegärten, ein Bauernhof nicht von seiner Flur getrennt werden dürfte, sind unbeachtet geblieben. Straßen, die nur einen Sinn haben, wenn sie einheitlich verwaltet werden, sind zerrissen. Nun sind die Engländer und Amerikaner praktische Leute und würden sich meines Erachtens nie dazu entschlossen haben, solche Unsinnigkeiten zu unterschreiben, wenn sie eben Zeit und Gelegenheit genommen hätten, uns zu hören. Ich glaube nicht, dass sie eine sadistische Zerstörung aller Verkehrsadern und damit eines lebendigen Wirtschaftskörpers billigen werden, wenn sie erfahren, was da in ihrem Namen gesündigt wird. Es wird so rasch wie möglich den Führern der Entente klargemacht werden, dass sie, wenn sie Deutsch-Österreich zur Fertigung dieses Friedensvertrages zwingen, ihren Triumph gefährden, indem sie eine Leiche auf ihren Triumphwagen laden. Feldkirchen vor Arlberg, 4. Juni 1919. Staatskanzler Renner steht unter enormem Zeitdruck. Die Alliierten verlangen eine rasche Antwort auf ihre für Deutsch-Österreich unannehmbare Forderung. Renner bittet deshalb die Regierung nach Feldkirch ins Hotel Post. Es ist der halbe Weg zwischen Paris und Wien. Es bleiben den Österreichern nur wenige Stunden zur Ausarbeitung einer Stellungnahme. Der Staatskanzler muss dringend zurück nach Paris. In seinem Gepäck die Einwände Deutsch-Österreichs gegen den Vertragsentwurf der Siegermächte. Wieder zurück in der Villa Reinach formuliert Renner schriftlich, mündliche Verhandlungen werden nicht zugelassen, seine Antwort. Österreich lehnt den ersten Entwurf kategorisch ab. Renner tritt darauf mit dem französischen Ministerpräsidenten in einen schriftlichen Gedankenaustausch. An Georges Clemenceau. Naja, Sie wissen ja. Werter Präsident, das deutsch-österreichische Volk hat, wie die anderen Nationen, der an diesem unseligen Krieg beteiligten Völker unvorstellbares Leid erdulden müssen. Als Leiter der deutsch-österreichischen Friedensdelegation ersuche ich dringend, die angezeigten Positionen der alliierten und assoziierten Mächte noch einmal zu überdenken, damit nicht neues Unrecht und neue Konflikte entstehen können. Das deutsch-österreichische Volk
ist bereit zu Frieden und Freundschaft mit allen Völkern. Nein, schreiben Sie, mit den ehemaligen Kriegsgegnern. Nein, besser, ist willens, ja, herein. Einen Moment. Wo waren wir, Edelsdorfer? Das deutsch-österreichische Volk ist bereit zu Frieden und Freundschaft mit den ehemaligen Kriegsgegnern. Um der Gerechtigkeit und der Zukunft ganz Europas willen bitten wir letztmals um eine Überprüfung Ihrer Haltung. Bitte. Exzellenz, endlich die Friedensbedingungen. Und eine Begleitnote von Präsident Clemenceau. Herr Präsident, Sie haben den Wunsch geäußert, vom Obersten Rat empfangen zu werden, um Ihre Einwände mündlich vorzutragen. Nach den Richtlinien, auf die sich die Konferenz beruft, soll der Meinungsaustausch ausschließlich auf schriftlichem Wege vor sich gehen. So die österreichische Delegation den Wunsch hat, Einwände vorzubringen. Das österreichische Volk teilt in weitem Umfange mit seinem Nachbarn, dem ungarischen Volke, die Verantwortlichkeit für die Übel, unter welchen ganz Europa in den letzten 5 Jahren gelitten hat. Der Krieg ist durch das Ultimatum hervorgerufen worden, das die Wiener Regierung an Serbien übermittelt hat. Der Radikalsozialist Clemenceau gilt als Gegner der Habsburger Monarchie. Seine Friedensvorschläge bringen aber keinen Frieden, so die österreichische Presse. Es ist nun offenbar, dass das Ultimatum nur ein scheinheiliger Vorwand war, um einen Krieg zu beginnen, den die frühere autokratische österreichische Regierung im engen Einvernehmen mit den Machthabern des Deutschen Reiches von langer Hand vorbereitet hat. Wenn das österreichische Volk während der Jahre, die dem Krieg vorausgegangen sind, bemüht hätte, den Geist des Militarismus und der Herrschsucht, von dem die Regierung der Monarchie beseelt war, zu unterdrücken, wenn es einen wahrhaften Protest gegen den Krieg gegeben hätte, wenn es sich geweigert hätte, seine Machthaber in der Absicht, den Krieg fortzuführen, zu unterstützen, so könnte man jetzt der erwähnten Verteidigung einige Aufmerksamkeit schenken. Aber der Krieg wurde im Augenblick seiner Erklärung in Wien stürmisch begrüßt. Das österreichische Volk war vom Beginne bis zu seinem Ende sein glühendster Parteigänger. Es hat bis zur endgültigen Niederlage auf dem Schlachtfeld nichts getan, um sich von der Politik seiner Regierung und seiner Verbündeten zu trennen. Wie dies die slawischen Völker taten und an die Seite der Entente traten und nun ihre eigenen Staaten begründen konnten. Was sich nun Deutsch-Österreich nennt, ist nur der Rest. Eine Verstümmelung. Jetzt begreife ich, warum man die deutsch-österreichische Delegation in einer solchen Klausur hält. In ihren Augen sind wir nichts anderes wie das alte Österreich. Verstümmelt, verkleinert. Aber kein neuer Staat wie die Tschechoslowakei oder Polen. Die Westmächte werden monatelang einseitig beraten von unseren beutegierigen Nachbarn, einen Leichnam auf ihren Triumphwagen legen. Angesichts so vieler offenkundiger Beweise muss das österreichische Volk entsprechend der geheiligten Regeln der Gerechtigkeit gezwungen werden, die volle Verantwortlichkeit für das Verbrechen, das so viel Unheil über die Welt gebracht hat, auf sich zu nehmen.
Das österreichische Volk ist und bleibt bis zur Unterfertigung des Friedens ein feindliches Volk. Das ist alles. Die Note geht sofort an die Österreicher. So richten die Schiedsrichter der großen Welt über unsere kleine Welt. Die Vertreter der Alliierten bleiben trotz des Appells durch Staatskanzler Renner bei ihren harten Bedingungen. Deutsch-Österreichs Einwände bleiben unbeachtet. Einzig die Vereinigten Staaten rücken von der starren Haltung der Siegermächte ab. Aber selbst der mächtige US-Präsident Woodrow Wilson kann sich nicht durchsetzen und überlässt dem französischen Regierungschef die Verhandlungsführung. Die österreichische Delegation kann sich nicht auf das sogenannte Selbstbestimmungsrecht der Völker berufen. Deshalb gehen die Vereinigten Staaten auf Distanz zu diesem Vertragswerk. September 1919, 10 Uhr vormittags. In der Villa Rainach bereitet sich Renner mit seiner Delegation auf den entscheidenden Tag vor. Heute soll Österreich den diktierten Staatsvertrag im Schloss von Saint-Germain unterzeichnen. Die Uhr zeigt 12.25 Uhr. In wenigen Minuten ist es soweit. Im Innenhof des prächtigen Schlosses präsentiert die französische Ehrenkompanie vor den alliierten Delegationsleitern. Clemenceau ist am Ziel seiner Wünsche. Es folgt der italienische Ministerpräsident Orlando. Italien triumphiert. Es hat seinen Lohn für den Kriegseintritt gegen den ehemaligen Verbündeten Österreich-Ungarn. Als letzter der Alliierten kommt US-Präsident Wilson, sichtlich mit wenig Begeisterung. Zum Schluss Österreichs Delegationsleiter Dr. Karl Renner. Er wird einen Vertrag unterzeichnen müssen, über den nicht verhandelt werden durfte. Nachdem schon am 28. Juni 1919 im Schloss zu Versailles dem Deutschen Reich der Friedensvertrag diktiert wurde, ist auch für Deutsch-Österreich nichts anderes zu erwarten. Damit wird aus dem 50-Millionen-Reich ein 6,5 Millionen Einwohner zählender Rumpfstaat. Deprimiert, enttäuscht und niedergeschlagen verlässt der Staatskanzler den Ort seiner politischen Niederlage. Der Sieger heißt eindeutig Georges Clemenceau. Die Unterschriften unter dem Vertrag besiegeln endgültig das Schicksal des neuen Staates Österreich. Formal herrscht Frieden, allerdings auf Kosten der jungen Republik. Profitiert haben von diesem Vertragswerk vor allem die Nachfolgestaaten der Monarchie und Italien. Den USA scheint die Problematik des Vertrages bewusst gewesen zu sein. Übrigens sei vermerkt, dass die USA den Vertrag von Saint-Germain nicht ratifizierten, sondern 1921 einen eigenen Vertrag mit Österreich abschlossen, in dem zahlreiche diskriminierende Bestimmungen fehlen. Schon bald galt dann der neue Staat als solcher wider Willen, rückblickend als Staat, den keiner wollte. Wien, Parlament, Ende September 1919, Abschied von den Kronländern. Einer der Betroffenen, der Südtiroler Mandatar und ehemalige kaiserliche Offizier, Reuth Nicolussi, hält seine letzte Rede. Man vergesse nicht die Solidarität der Sprache, der Geschichte und der Kultur, die Südtirol bisher mit Deutsch-Österreich verbunden haben. Grenzfehler und faktische Gewalt werden uns trennen. Unsere Herzen aber schlagen zusammen, jetzt und immer da. Gegenüber diesem sogenannten Friedensvertrag haben wir mit jeder Fiber unseres Herzens nur ein Nein, ein ewiges, unwiderrufliches Nein. Wir können Ihnen allen nur sagen,
dass wir als Brüder mit Ihnen das Leid empfinden, das Sie bedroht. Und wir können Ihnen nur zum Troste sagen, die Trennung, sie entfernt uns nicht. Sie führt uns nur inniger zusammen. Keine Gewalt und keine Macht werden das Band der Liebe und Treue, das uns umschlingt, zerreißen. Meine Herren Vertreter Deutsch-Böhmens, des Sudetenlandes, des Kreises Deutsch-Südmähren und des deutschen Böhmer-Waldgaus. Aufgrund vorausgegangener Ermächtigung der deutsch-österreichischen Nationalversammlung hat die Friedensabordnung in Saint-Germain den Friedensvertrag mit den alliierten und assoziierten Mächten am 10. September zu Saint-Germain unterzeichnet. Die schmerzlichste Bedingung ist die über die Gebietsgrenzen. Sie erlegt Deutsch-Österreich die Verpflichtung auf, sich von großem, Kraft ihrer eigenen Bestimmung, dem Freistaat zugehörigen Gebiete loszusagen und über 3,5 Millionen Volksgenossen in den Sudetenländern, einem sprach- und volksfremden, dem tschechischen Staatswesen, zu überantworten. So ist der Akt der Unterzeichnung des Friedens zugleich der Akt des Abschieds geworden. Mit tiefer Trauer, aber auch mit berechtigtem Stolz erfülle ich die Pflicht, dem deutschen Volk in den Sudetenländern, das sich in schwerer Zeit einmütig und entschlossen zur Deutsch-Österreichischen Republik bekannt hat, für dieses Bekenntnis gelitten und geblutet und dem Staat seiner Wahl die Treue unverbrüchlich gehalten hat, den Dank der Republik zu sagen. Was nur irgend geschehen konnte, um dem deutschen Volk in den Sudetenländern sein geheiligtes Recht auf Selbstbestimmung zu wahren und durchzusetzen, das haben seine höchsten Vertreter mit Pflichttreue getan. Frechheit! Wenn diesem Werke nicht der angestrebte Erfolg zuteil wurde, so liegt das an höherer Gewalt, der wir uns beugen müssen. Daher bin ich auch überzeugt, dass die unaufhaltsame Entwicklung der Völker und Staaten auch unseren Brüdern in den Sudetenländern eines Tages das Selbstbestimmungsrecht wiederbringen wird, welches ihnen der Gewaltfrieden von Versailles und Saint-Germain geraubt haben. Staaten werden und vergehen. Davon sind wir lebende Zeugen. Die Völker aber bleiben. Und auch davon geben unsere Tage ein unbestreitbares Zeugnis ab. Völker, welche die Willkür zerstückelt und erniedrigt hat, erheben sich wieder. Wir nehmen tief bewegt von der Republik Deutsch-Österreich und unseren Brüdern in Wien und den Alpenländern Abschied. Aber wir hoffen, ja, wir wissen es. Noch ist die deutsche Sache nicht verloren. Die Auswirkungen des Vertrages sind für Österreich katastrophal. Wie sind die Bestimmungen im Einzelnen? Ein Anschlussverbot an Deutschland. Wirtschaftliche Wiedergutmachung. Verbot der allgemeinen Wehrpflicht. Ein Bundesheer als Berufsheer mit maximal 30.000 Mann und große Gebietsabtrennungen. Die Alpenrepublik verliert mit Südtirol das Tiroler Stammland und wertvolles Kulturgebiet. Kärnten muss auf das Kanaltal mit Tarvis und Teile Unterkärntens verzichten. Die Steiermark verliert ihre südlichen Gebiete mit der Stadt Marburg. Am schwersten wiegen die Gebietsverluste in den Ländern Böhmen, Mähren und Schlesien, also den deutschsprachigen Siedlungsgebieten.
Mehr als 3 Millionen Österreicher werden tschechische Staatsbürger. Umso willkommener ist der Zuspruch der deutschsprachigen Siedlungsgebiete Westungarns, also des heutigen Burgenlands. Der Originalvertrag von Saint-Germain geht im Zweiten Weltkrieg verloren. Es existiert nur noch eine Kopie. 90 Jahre nach der Vertragsunterzeichnung ist dieser noch immer Gegenstand historischer Kontroversen. Selbst französische Historiker bezweifeln die politische Sinnhaftigkeit und Klugheit der damaligen Entscheidung. Le traité de Saint-Germain est une double faute. Der Friedensvertrag von Saint-Germain ist ein doppelter Fehler. Zum einen ein Fehler seitens der Sieger, vor allem Frankreichs, aber auch Großbritanniens und der USA. Denn mit dem Zerstören des Österreich-Ungarischen Reichs und dem Reduzieren Österreichs auf ein ganz kleines Land wird Deutschland eine dominierende Macht in Zentraleuropa. Und das war eine große Bedrohung für die früheren Sieger. Man hat das ab 1918 gespürt und das wird auch in den folgenden Jahren weitergehen. Zweitens war das ein Verstoß gegen das Recht und gegen die Kriegsprinzipien, möchte ich sagen. Die Alliierten hatten geltend gemacht, dass sie Krieg führen, um das Selbstbestimmungsrecht der Völker zu verteidigen. Bravo! Also dafür, dass die Ungarn, die Tschechen, die Slowenen oder Jugoslawen unabhängig werden. Sehr gut. Aber als dann die Österreicher, die wütend darüber waren, dass man sie auf ein kleines Land reduziert hatte, verlangt haben, an Deutschland angeschlossen zu werden, durch den Anschluss 1918-19, da haben es die Alliierten abgelehnt. Das heißt, sie handelten im Widerspruch zu ihren eigenen Prinzipien, die sie als Sieger anwendeten, die sie aber den Verlierern verweigerten. Mit der Annahme des Vertrags beginnt man sich im neuen Hause Österreich einzurichten. Neuer Wohnraum wird geschaffen. Mit Hilfe von Schweden, der Schweiz und den Vereinigten Staaten verbessert sich vor allem die Ernährung der Bevölkerung. Allerdings ein Heer von ehemaligen Soldaten, Beamten und Arbeitslosen findet in der neuen Republik keine Heimat. Viele Stimmen, selbst im Ausland, prophezeiten dem Staat eine düstere Zukunft. Und tatsächlich, Gewalt dominierte oftmals die innenpolitische Szene. 1933 ging die Demokratie unter, 1938 der Staat. Dieses zerstückelte, verstümmelte Land, dessen Herrscher einst über Europa geschaltet war, ich muss es immer wiederholen, der Stein in der Mauer. Ich wusste, dass mit Österreich die Tschechoslowakei fallen müsste, und der Balkan dann Hitler offen zur Beute liegen, dass der Nationalsozialismus mit Wien dank dessen besonderer Struktur den Hebel in die harte Hand bekommen würde, mit dem er ganz Europa auflockern und aus den Angeln heben könnte. Nur wir Österreicher wussten, mit welcher von Ressentiment gestachelten Gier es Hitler nach Wien trieb, der Stadt, die ihn im niedersten Elende gesehen und in die er einziehen wollte als Triumphator. Jedes Mal darum, wenn ich zu flüchtigem Besuch nach Österreich und dann wieder zurück über die Grenze kam, atmete ich auf. Diesmal noch nicht. Und sah zurück, als ob es das letzte Mal gewesen sei. Ich sah die Katastrophe kommen, unvermeidlich. Hunderte Male am Morgen in all jenen Jahren, während die anderen zuversichtlich